Well done, 47. You can now redesign your home a bit to make it more you. Moinsen, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman World of Assassination, die Freelancer-Kampagne. Ich habe hier. Ich kann hier gar nicht damit schießen. Doch. Ich kann nur nicht damit zielen. Okay. Schrotflinte in den Schrank. Die Hackel in den Schrank. Die HWK nehme ich direkt mit. Die brauche ich. Habe ich hier weggelegt? Nein, habe ich nicht. So, was habe ich denn hier bekommen eigentlich? Eine moderne Giftspritze, in Klammern tödlich. Schmeiße ich auch erstmal weg. Also, und da müssen wir heute, glaube ich, in ein alarmiertes Gebiet, oder? Finale in Indien. Oh, habe ich mir das gut überlegt? Nee, warte. Finale in Argentinien. Heute geht's nach Indien. Zwei Ziele. Oder mache ich das Finale doch in Indien? Oh, Mendoza als Finale ist auch richtig schwer, glaube ich. Na, ich glaube, ich nehme Indien als Finale. Und heute geht es nach Argentinien. Ja, was sollen wir denn machen? Drei Kuriere gibt es. Ziel vergiften mit Pfeilschuss, schwierig. Keine Fehlschüsse, schwierig. Wache unbemerkt ruhig stellen, auch schwierig. So, was brauche ich denn für Argentinien? Ich habe keine Ahnung. Tresor öffnen mit Sprengstoff. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier einen Sprengstoff mitgenommen. Kollateralkill Feuerwaffe. Eliminieren Sie ein Ziel und eine weitere Person mit einem Schuss. Verwenden Sie ein starkes... Ja, okay, das ist ein Scharfschützengewehr-Ding. Ist da überhaupt ein Tresor? Ne, es gibt da überhaupt keinen Tresor. Okay, cool. Dann nehme ich den Kollateralkill mit der Feuerwaffe. Werde ich natürlich nicht schaffen. Aber darum geht's nicht. So, ich habe zwei Ziele. Ja, schauen wir mal. Erstmal gucken wir, ob es irgendwo einen rostigen Nagel gibt vielleicht, den ich benutzen kann. Und wenn ich hier irgendwie eine Münze oder einen Fliegenpilz oder sowas finde, nehme ich die natürlich auch sehr gerne mit. So, einen Nagel nehme ich mit. Da ist der Fliegenpilz. Ein wunderbares Brechmittel. Dann gibt es hier irgendwo eine Münze. Ich weiß halt immer noch nicht genau, wo die überall liegen kann. Ich habe die bisher nur hier gefunden. Ausrüstung, wie viel habe ich? 9 von 10. Ja, alles klar, 9 von 10 reicht ja wohl. Bon voyage, 47. Ach, danke. So, mal sehen, was es da für fiese Startpunkte gibt. Mendoza habe ich schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das ist das Weingut auf jeden Fall. Eine super schöne Map, aber nicht ganz einfach. Welcome to Venedo Yates, Argentina. We have been informed that the syndicate is currently in operation here. Find the target and eliminate. You know what to do, 47. What's the alternative? Parts or parents will break your neck, Bibe, if you don't do it in a chap for a place. So, der Startpunkt hier ist natürlich ein ganz kleines bisschen problematisch, weil ich
Oh, hier ist eine Propangasflasche. Mitten im Feindesgebiet gespawnt bin quasi. Ich versuche hier nach rechts, ne, über die Rückseite irgendwie wegzuschleichen. Aber ich muss gucken, wenn ich hier rausgehe. Ja, so zum Beispiel. Kann ich mir eine Verkleidung besorgen? Central, central. Something's not right here. I'm taking a look. So, und da ich hier durchaus gefunden werden kann, breche ich ihm einfach mal das Genick. So, aber ich habe jetzt schon mal eine gute Verkleidung. Wo sind denn meine Ziele? Eins ist auf dem... Ach, hier gibt es nur eins, ne? Auf dem Weinfeld. Na gut. Gehen wir doch da mal hin. Auf dem Weinfeld ist natürlich auch ein bisschen räudig. Also, hier die Abkürzung ist freigeschaltet. Ansonsten wäre ich hier nicht durchgekommen. So, hier gibt es doch auch irgendwie ein Brecheisen oder so, ne? Da muss ich nicht die ganze Zeit meine Propangasflasche hier mitschleppen. Gibt's? Ach, das haben sie entfernt. Ja, also mit dem, in diesem Modus hier wird man mit Material nicht gerade verwöhnt. So, wir halten mal ein bisschen Ausschau. Deutlich weiter dort drüben. Ist da nur ein Arbeiter auf dem Feld, der mein Ziel ist? Ah ne, er da drüben ist das. Der ist natürlich nicht direkt in der Nähe von einem Schredder oder so. Das wäre jetzt wirklich viel zu einfach. Na, bist du mein Ziel? Problem ist natürlich, hier sind noch ein paar. Okay, das ist ein bisschen problematisch. Du bewegst dich hier auch nicht weg, oder? Also ich könnte das Ganze schon so ein bisschen wie ein Unfall aussehen lassen. Das Problem ist halt, von wo aus schieße ich darauf. Es sehen ja sofort alle.
Okay, eine Idee habe ich. Mal sehen, ob sie die nächste hier dran ist. Wo ist sie denn hingerannt? Hä? Ach, sie geht da drüben Richtung Ausgang, oder was? Ja, da ist halt jemand, der mich durchschaut. Da oben könnte leicht problematisch werden. Syndicate member eliminated. Well done, 47. Return to the safe house. Okay, das hat keiner gesehen. Perfekt. Dann gucken wir mal, wo die Kuriere sich rumtreiben. Wenn ich schon so eine Top-Verkleidung habe, können wir die auch ein bisschen ausnutzen, hoffentlich. Ich habe immer noch kein Schlaginstrument, ne? So, einer ist natürlich da hinten an der Treppe. Da, wo man überhaupt nichts tun kann. Ist hier was Cooles drin? Ein paar Kopfhörer, die sich zur Garrotte umfunktionieren lassen. Kann ich ihn ansprechen? Nee. Aber ich kann ihm hier halt auch nichts tun. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht ansprechen. Eine Raucherpause wird er auch nicht unbedingt machen. Na, vielleicht kann ich oben ein bisschen mehr ausrichten. Da wird es auch schwierig. Villa-Vorderseite, das wäre wahrscheinlich eher noch machbar. Ja, für ihn bräuchte ich irgendwie eine Sprengfalle oder sowas, die ich natürlich nicht habe. Damit könnte ich ihn wahrscheinlich ziemlich gut erwischen. Da hinten in der Ecke, ne, da ist er ziemlich alleine, Annäherungszünder. War das nicht hier? Ja, in Weiß oder wer? Ja. Salut! Norton! Oh,
gift for my wife after the transaction. I hope it's forgiven. Aber hier sehen mich natürlich auch alle. Also da brauche ich, glaube ich, auch gar nichts. Ich könnte einen Unfall vielleicht irgendwie arrangieren. Dazu müsste ich da halt zu dieser Laterne Wasser bekommen. Aber hier kriege ich gerade kein Wasser hin. Okay, wir machen es mal billig. Certainly. Huh? I think you dropped something. Na, jetzt will er's nicht mehr. Ja, wenn ich hier Wasser hinbekommen würde, dann wäre das machbar irgendwie. Oder wenn er rauchen würde, dann könnte man da auch was tun, aber so wird das wohl eher nichts. Ejo. Da ist auch ein Typ direkt neben dran. To delivery, yeah, that's a great line. Oh, the band's gonna be psyched when they hear that. Nee, hier kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Also ich kann die halt nicht auffällig irgendwie beseitigen, also bin ich hier, glaube ich, durch. Where am I going? Kind of surprising that even with all these extra guys. Das ist alles viel zu sehr mit Wachen versehen. Und viel zu viele Partygäste. Das wäre deutlich zu riskant. Dann gehe ich einfach nur, denn Geld zum Einkaufen habe ich ja auch nicht. Und freue mich, dass ich diese Mission erledigt habe. Da wäre ein Ziegelstein gewesen. So, unauffällig, unauffällig. Ich glaube, den Ausgang habe ich noch nie benutzt. Ja, kein Fehlschuss, immerhin. Das gibt also auch ein bisschen Geld, minimal. Ja, 500 gab das nochmal. Ja, nichts von der Ausrüstung, die ich mitgebracht habe. Bis auf die Münze. Und die schallgedämpfte Pistole habe ich wirklich gebraucht. Bist du ein cooles Gewehr? Ja, kann sein, dass ich dich schon hatte. Vielleicht auch nicht. Okay, den Rest hat es direkt wieder weggehauen. Lautloser Killer. Ew. Ich habe doch noch ein Ding, ne? Hier,
So ein Annäherungsmikrosprengsatz. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, das könnte man machen. So, wir schauen mal. Als nächstes geht's nach Whittleton Creek. Kameras zerstören, Zielkörper verstecken. Wachen blenden. So ein Annäherungsmikrosprengsatz ist tatsächlich ganz geil. Weil man halt überhaupt nicht in der Nähe sein möchte. Ne? Und Mikrosprengsätze, die werden halt nicht gesehen. Die sind halt da, aber werden nicht wahrgenommen. Ja, dann beim nächsten Mal also Whittleton Creek. Eine Map, die ich sehr mag. Problem ist natürlich, da sind alle alarmiert ein bisschen. Ich habe eine schallgedämpfte Pistole immerhin dabei. Schauen wir mal, wie das wird. Und für heute war es das dann damit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.